ein kurzer Test zwischen der Fistex X27 und der Spaltfix Spaltaxt. Ich habe freundlicherweise diese Fistex Axt zur Verfügung gestellt bekommen und möchte sie jetzt mal mit meiner althergebrachten Spaltfix Spaltaxt vergleichen. Welche ist besser, welche hat welche Vorteile, wie ist die Verarbeitung? Probieren wir es einfach mal aus. So, schauen wir uns erstmal die Fistex X27 an. Die kommt in einer schönen Verpackung daher, einem schönen Schutz. So kann man sie gut transportieren, ohne sich dabei zu verletzen oder die Axt zu beschädigen. Die Axt hat ein Gesamtgewicht von 2600 Gramm. Das reine Kopfgewicht beträgt hierbei 1830 Gramm und die komplette Gesamtlänge sind 92 cm. Besonderheiten bei dieser Axt ist der keilförmig geschmiedete Axtkopf, der laut Hersteller für ein effizientes Spalten sorgen soll. Außerdem hat die Axt auch noch eine besondere Beschichtung, dadurch soll sie etwas besser in die Baumstämme eindringen können. Was auch sehr angenehm bei dieser Axt auffällt, der Stiel dämpft die Schläge sehr stark ab, was also das sogenannte Prellen massiv abschwächt. Das hat mir auch persönlich sehr gefallen. So, der Hersteller wirbt mit 10 Jahren Garantie. Und was mir besonders an dieser Axt noch gefallen hat, ist der mitgelieferte Schutz, den ich euch vorhin gezeigt habe, mit dem ich die Axt sicher transportieren kann. Alles in allem ist die Axt äußerst leicht und man kann damit quasi ziemlich ermüdungsfrei arbeiten. Dem entgegen habe ich jetzt hier meine Spaltfix-Spaltaxt. Das Kopfgewicht dieser Axt beträgt 2500 Gramm. Das Gesamtgewicht 3550 Gramm, also wesentlich oder deutlich schwerer als bei der Fiskas. Die Gesamtlänge der Axt inklusive Stiel sind 800 mm. Was bei dieser Axt sehr angenehm auffällt, da ich diese Axt jetzt auch schon mehrere Jahre verwende. Der Stiel ist hervorragend mit der Axt verbunden. Ich arbeite jetzt schon über 3 Jahre mit der Axt und sie hat sich seitdem noch nicht gelöst. Das passierte öfters bei den normalen Äxten, die mit Holzstielen daherkommen, dass sie sich lösen und dann nach einer gewissen Zeit wackeln. Ich benutze die Axt jetzt schon über 3 Jahre, ist hier absolut noch nicht passiert. Der Hersteller wirbt des Weiteren durch ein immens breites Blatt, in diesem Fall 115 mm breit, erzielt man natürlich eine massive Spaltwirkung. Was mir bei der Axt wieder nicht so gefallen hat, leider ist im Lieferumfang kein Schutz wie bei der Fiskars vorhanden. So, zuallererst probiere ich mal die Fiskars aus, und zwar in meiner Standarddisziplin. Großes Stück Holz, ca. 80 bis 90 cm lang geschnitten. Aufrecht durchspalten. Was hier bei der Axt auffällt, sie ist höllisch scharf, wobei ich vermuten werde, wenn ich jetzt drauf schlafe, dass die Axt extrem eindringen wird und dadurch sehr schlecht wieder aus dem Stamm zu ziehen geht. Aber ich probiere es mal aus. Einen sehr guten Eindruck. Und dasselbe probiere ich jetzt nochmal mit der Spaltfix-Spaltaxt. Bei der nehme ich mal an, dadurch, dass sie ein relativ hohes Gewicht hat, wird das alles in allem wesentlich einfacher vonstatten gehen. Die Axt ist nicht sehr besonders scharf. Sie hat zwar eine Schärfe, aber ist nicht so scharf wie die Fistex. Dafür hat sie einen sehr breiten Kopf. Was bedeutet, wenn die erstmal eindringt, treibt sie sehr weit das Holz auseinander. Das müsste ziemlich gut spalten gehen. Probieren wir es einfach mal aus. Drecksgräbel hoch 10 erwischt. So, auch hier klappt es eigentlich hervorragend. So, jetzt kommen wir zur zweiten Disziplin, Holz liegen spalten. Erstmal wieder mit der Fiskars.
scheint die große Stärke dieser Axt zu sein. Dünne Stämme liegen zu Spalten. Das kommt daher, dass die Axt doch recht scharf ist und sehr schlank. Dringt sie doch sehr stark ein. Man kommt gut voran. So, jetzt nochmal dasselbe mit der Spaltfix. Hier kommt der Nachteil, die Axt ist sehr breit und hier vorne nicht sehr schlank. Und dadurch dringt sie extrem schlecht in das Holz ein. Also liegend nicht so toll. Geht überhaupt nicht dran. So, haben wir es auch durch. Die Spaltfix ist doch relativ schwer. Wenn man da so oft hintereinander schlagen muss, ist man doch relativ fix und fertig. Man kommt so auch zum Ziel, aber die Achse ist einfach zu schwer für sowas. So, und nun zum Schluss noch das Spalten von kleinen Holzstücken. Das ist wieder die Fiskars. Absolut hervorragend. Und nur noch die Spaltfix. Auch hier einmal frei. Allerdings ist auch hier wieder das hohe Gewicht. Das bedeutet, man kann auf lange Sicht diese Arbeit nicht schnell hin und durchführen, dass man einfach nur noch K.O. Abschließend gesagt, beide Äxte funktionieren hervorragend. Die Spaltfix ist mehr für den groben, schweren Einsatz bei sehr dicken Holzstämmen und die Fiskars mehr für kleinere, dünnere Hölzer und liegende Spalten. Beides funktioniert einmal frei, kann ich beides nur empfehlen. Das sind hervorragende Werkzeuge. Also dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc.